So, pronti. Allora, Ehrenpräsidentin Marta Stocker, immer öfters und immer mit größerer Freude dabei bei diesen Spielen des CF Südtirol. Marta, was sagen Sie zu diesem Spiel heute und besonders zum Klassement, wo der CF Südtirol nur mal 2 Punkte von der Zweitplatzierten hinten ist? Also zum Letzten muss ich sagen, also man fängt ja an, irgendwann etwas größenwahnsinnig zu werden. Aber ich denke, das ist wichtig, dass wir das wieder ein bisschen vergessen, weil sonst denkt man irgendwann tatsächlich daran, dass man in einer Saison schafft, was eigentlich im Grunde niemand geschafft hat, nämlich noch einmal aufzusteigen. Aber das schieben wir weg, das schieben wir weg. Insgesamt muss ich sagen, war ich heute ziemlich nervös, vor allem in der ersten Halbzeit. Wir sind auf einen sehr starken Gegner getroffen und Gott sei Dank in der zweiten Halbzeit fast unbemerkt das 1:0 und dann das 2:0 mit einer völlig paralysierten Torfrau, so habe ich es auf jeden Fall erlebt. Natürlich war das unglaublich erlösend. Marta, und jetzt die nächsten beiden Spiele sind zwei ganz, ganz wichtige Spiele. Vorher spielen Sie mit Ravenna, also den nächsten Sonntag gegen Ravenna und dann gegen Milan daheim. Was können wir uns da erwarten? Also auf jeden Fall bei dieser Konstellation, wie wir es jetzt haben, ein höchst interessantes Spiel. Natürlich für mich unglaublich viel Nervosität und ich hoffe natürlich sehr, dass sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sind, denn es wird ein ganz sicher sensationelles Spiel, ein Spiel, von dem ich ganz sicher bin, dass es ein historisches wird. Danke, Emma.